Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch die Goodie Box Juni und ich bin schon sehr darauf gespannt, was mich hier erwarten wird. Und würde eigentlich auch direkt sagen, wir fangen direkt an mit dem Video und packen die Box zusammen aus. Die hat diesmal sogar eine ganz andere Farbe, also so braun würde ich jetzt so sagen, so hellbraun, so Hauttonbraun. Und ich würde sagen, wir packen die Box direkt zusammen aus. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das gerne tun, indem du hier unten auf den roten Abonnieren-Button klickst oder auf den roten Abonnieren-Button unter diesem Video. Aktiviere gerne die Glocke dazu, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, wir legen, wie gesagt, direkt los. So, wie gesagt, die Box ist diesmal eine ganz andere Farbe. Normalerweise war die so dunkelblau und hier war dann halt immer eine andere Farbe jeden Monat. Und diesmal ist die ganz braun. Das ist echt interessant. Das Motto der Box lautet The Get Naked Box. So schaut das hier einmal aus. Hier haben wir dann halt einmal alle Produkte abgebildet. Und hier steht The Get Naked Box. Seit 2012 tun wir es und wir tun es noch heute. Monat für Monat, Tag für Tag, Box für Box. Wir versuchen, die Normen zu brechen und die Gesellschaft herauszufordern, die Frauen dazu bringt, sich schuldig zu fühlen, ihr wahres Ich zu zeigen. Das sind wir. Das ist Goodie Box. Diesen Monat würdigen wir Authentizität und Diversität und die Tatsache, dass es uns vollkommen egal ist, wie du aussiehst. Und uns ist viel wichtiger, wie du dich fühlst, denn du bist uns wichtig und dass du dich glücklich, stark und befähigt fühlst. Und die Tatsache, dass du einfach verdammt einzigartig bist, so wie du bist. Einzigartig und wunderschön samt all deinen kleinen Unvollkommenheiten, die wahrscheinlich nur du ganz allein bemerkst. Diese kleinen Fältchen, Sommersprossen, Schwangerschafts- oder Dehnungsstreifen und tausend andere Probleme, auf die wir Frauen uns immer fokussieren. All diese würdigen wir diesen Monat, denn sie gehören dir und machen dich so einzigartig. Kurzum, wir würdigen dich, dein Goodiebox-Team. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was mich jetzt für Produkte hier im Endeffekt erwarten. Sehr interessantes Thema. Und dann würde ich sagen, packen wir die Box doch direkt aus. Hier ist auch noch eine Werbung für irgendeine Podcast, irgendwie sowas. Brauche ich nicht. So. Das erste Produkt, was ich hier habe, ist von Rons Boll Denmark Day Cream Lichtschutzfaktor 15. Das sind 50 ml, eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor. So schaut die hier einmal aus. So, ganz interessant ist es jetzt nicht, eine Tagescreme, aber naja, dennoch ist sie hier drin, ne? So, als nächstes habe ich hier von Paris Evoludam Gelee Corps Detox Coco. Also irgendein Körpergelee mit Kokosduft sind 200 ml, so schaut die Tube hier einmal aus. Riecht bestimmt auch mega gut, könnte ich mir vorstellen. Ist zu. Ach schade, die Tube ist zu. Ich will die jetzt nicht unbedingt aufmachen, weil ich nicht weiß, ob ich die selbst verbrauchen werde und wenn, dann wahrscheinlich ein bisschen später, weil ich selbst noch verschiedene Körpercremes und alles habe. So, dann habe ich hier von Tromborg ein Facial Ice Roller. Ist wahrscheinlich irgendein Roller von dieser Marke hier fürs Gesicht oder für den Körper. Keine Ahnung, schauen wir uns jetzt mal an. So schaut der Roller hier einmal aus. Ganz interessant. Hier sind so keine Zacken. Das ist einfach hier nur so, ja, nur so gerade. Ich habe zum Beispiel einen Roller, den habe ich mir mal aus China bestellt. Der war mit so Zacken, also mit so, wie soll ich das nennen? Also da waren halt so, so scharfe Dinger dran, so Pieksdinger. Am ganzen Roller verteilt und das sollte wohl irgendwie helfen,
dass man sich so ein Serum einarbeitet, egal welches, was halt so gegen Pickel ist. Und das habe ich auch tatsächlich eine lange Zeit benutzt, hat mir auch sehr gut geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur irgendwann habe ich dann irgendwann vergessen, diese ganzen Sachen zu benutzen. Der liegt jetzt irgendwo hier bei mir in meinem Schminktisch, der Roller. Aber ist auf jeden Fall schon eine gute Sache. Allein schon durch diese Pieksteile arbeitet dann auch deine Haut ein bisschen und arbeitet dann auch das ganze Zeug, was du dir schmierst, im Gesicht ein. So, dann habe ich hier von Lavish Care ein Neutralizing Hair Mask. Sind 100 ml, ist vegan mit Vitamin E, Keratin und silikonfrei. So schaut die Tube hier einmal aus. So, was haben wir denn noch so Schönes hier drin? Oh, eine ziemlich schöne Schminkaufbewahrungstasche. So schaut die aus. Mega cool eigentlich. Also, das ist echt nicht schlecht. Also, generell, weil ich so mehr oder weniger dagegen bin, dass sowas mal drin ist. Dadurch, dass es halt in letzter Zeit halt nirgendwo drin war, ist es halt schon echt cool. Und hier ist auch innen drin so eine Extra-Tasche. Mega, mega cool. Allein schon die Farben sind mega. Durch dieses Gelb und Rosa. Richtig, richtig schön, finde ich meiner Meinung nach. So. Und dann haben wir auch schon das letzte Produkt. Und zwar von Mikra. Von Premium Mask Collection eine Boob Mask, Sheet Mask for Breeds, Firming Anti-Aging Moisturizing. Also eine Maske für die Brüste soll das hier wohl sein. Also kann ich mir ehrlich gesagt nichts drunter vorstellen. Vor allem hier wurden halt solche Kirschen abgebildet. Ja, so schaut das auf jeden Fall aus. Keine Ahnung, ob ich das benutzen werde. Ich denke mal nicht. Oder vielleicht auch doch. Keine Ahnung. Viel steht hier auch auf... Brustmaske. Besteht aus 2 einzelnen Sheets. Für jede Brust eine. Ja, ist natürlich klar. Die Maske strafft die Haut, spendet Feuchtigkeit und hat einen Anti-Aging-Effekt. Das Serum in der Maske enthält unter anderem Ginseng-Extrakt, keine Ahnung, was das sein soll, und Hyaluronsäure. Anwendung: Haut reinigen und trocknen. Anschließend je einen Sheet auf jede Brust auflegen und die Brustwarze dabei im Loch in der Mitte platzieren. Maske 15 bis 20 Minuten einwirken lassen, anschließend abnehmen und das restliche Serum sanft in die Haut einmassieren. Die Maske kann nach Bedarf 1 bis 2 Mal pro Woche angewendet werden. Also das ist auf jeden Fall echt nicht schlecht. Wäre jetzt aber, glaube ich, nichts für mich. Und mein Kätzchen ist hier gerade an der Fensterbank bei mir. Hey, du Kleiner! Hey, du Kleiner! Ja, liebe Leute, das war's auf jeden Fall schon mit der Box. Ich finde, es sind schon so Produkte drin, die halt, ja, wie soll ich sagen, die man auf jeden Fall gebrauchen kann. Ich meine, Tagescreme kann man gebrauchen, eine Haarmaske kann man gebrauchen. Ein Bodygelee kann man auch gebrauchen, eine Tasche kann man gebrauchen, ab und zu meine Maske, auch so meine Boobmaske kann man gebrauchen. Es ist gerade mittendrin meine Kamera ausgegangen. So ein Facial Roller, den kann man auch auf jeden Fall immer gebrauchen. Also jetzt nicht, dass das jedes Mal in der Box drin ist, aber einmal in der Box geht das halt natürlich. Außer man tut halt verschiedene Roller rein. Und ja, liebe Leute, das war's auch tatsächlich schon mit diesem Video. Mir hat die Box an sich ganz okay gefallen. Ich wollte jetzt eigentlich Goodie Box kündigen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich meine Punkte erreicht habe, weil ich wollte Goodie Box so lange behalten, bis ich halt meine Punkte erreicht habe und eine Gratisbox mir holen kann, weil ich die schon ein bisschen zu teuer finde für 20 Euro jeden Monat, dadurch, dass man halt kein richtiges Abo abschließen kann. Man zahlt halt jeden Monat, wie gesagt, diese 20 Euro. Und da wollte ich jetzt gucken, ob ich denn meine Punkte jetzt erreicht habe oder eventuell vielleicht auch noch nicht. Das weiß ich nämlich nicht. Genau, und falls ihr dann die nächsten Male die Goodiebox bei mir nicht sehen solltet, dann habe ich sie auf jeden Fall gekündigt, denn das hatte ich ja sowieso vor. Und ja, liebe Leute, ich werde euch hier einmal den Wert von dieser Box hier einblenden. Und hoffe natürlich, dass der auch gut ist, denn es waren auch schon sehr teure Produkte hier drin. Allein schon diese Tasche
Und genau, liebe Leute, das war es auch tatsächlich schon mit diesem Video. Und falls dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr gerne über einen Daumen nach oben von dir freuen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das gerne tun, indem du hier unten auf den roten Abonnieren-Button klickst oder auf den roten Abonnieren-Button unter diesem Video. Aktiviere gerne die Glocke dazu, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffentlich sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Ciao!